Ihr schraubt gern selbst am Rad. Hier sind die 10 gängigsten Fehler, die ihr unbedingt vermeiden solltet. Hi, hier ist der Tobi vom Fahrradgeschäft Fitbikes und heute schauen wir uns mal die 10 gängigsten Fehler, die wir in der Werkstatt bei uns immer sehen, wenn Leute es gut meinen und es selbst in die Hand nehmen, aber dann doch hier stehen. Wir wollen, dass ihr sicher unterwegs seid und das sind so ein paar Sachen, die könnt ihr da machen. Es gibt da diese Sprühflaschen, die sind super, weil es dringt da schön ein und so weiter, ne? Aber viele machen den Fehler, dass sie einfach das Ding dran halten und die ganze Wolke da hinten auf die Bremsscheibe geht. Sprich, darauf achten, dass das Öl nicht auf die Bremsscheibe geht. Darauf achten, dass man vielleicht hier einen Lappen dahinter legt und dann langsam und eben hier unten sprüht, wo du eben nicht an die Scheibe kommst. Das Ganze einwirken lassen, am besten über Nacht und am nächsten Tag dann einmal mit einem Baumwolllappen abziehen. Sprich, Sprühöl vermeiden, dass irgendwas ans Bremssystem kommt. Punkt 2, der Umschlingungswinkel. Wir stehen jetzt hier hinten schon, haben die Kette schön geschmiert und so weiter und stellen jetzt die Schaltung ein. Viele wissen schon, da gibt es einen Endanschlag, einmal im Prinzip Low Gear, High Gear, also im Prinzip das kleine und das große Ritzel, dass die richtig eingestellt sind und im Prinzip nicht das Schaltwerk über den Sicherheitsbereich rausgeht. Aber da gibt es dann noch eine dritte kleine Schraube. Das ist diese. Und mit dieser stellt man den Umschlingungswinkel ein. Man sieht, das Schaltwerk, das Center Pulley fährt zur Kassette hin oder geht raus. Da hat jeder Hersteller eine eigene Angabe. Bei SRAM gibt es da sogar kleine Messpappen und so weiter. Da schaut euch mal an, wie der Hersteller es vorgibt, des Schaltwerks, und stellt es auch richtig ein. Es bringt euch einerseits ein viel saubereres Schalten, andererseits liegt die Kette durch den Umschlingungswinkel dann auch sauber im Ritzel drin. Das heißt, wenn es da hinten steht, ne, dann werden da irgendwie 4, 5 Ritzel ausgelassen. Ist klar nicht so gut, als würden die, die greifen dürfen, auch tatsächlich greifen. Genauso ist es, wenn es zu nah dran ist, ne, dann klackert hier das ganze Center Pulley immer an der Kassette. Auch nicht geil. Drum achtet drauf, dass der Umschlingungswinkel richtig eingestellt ist. Wir haben zwei Systeme, die geläufig sind. Einmal diese Pins, das seht ihr auch immer, diese kleinen Gussteile, die da in den Shimano-Päckchen zum Beispiel dabei sind, und Kettenlinks. Kettenlink passt auf beide Seiten rein. Mittlerweile haben wir sogar eine dritte Ebene. Die haben oft eine Laufrichtung. Also achtet drauf, da ist ein kleiner Pfeil und der Pfeil, der muss in die Richtung zeigen, wo die Kette im Prinzip anzieht. Das heißt, die Kette zieht hier unten nicht nach da an, sondern nach da. Sprich, Pfeil muss darüber zeigen. Und jetzt gerade bei den Eagle-Ketten, die haben auch noch so einen kleinen Mohn, also so eine kleine Rundung. Die muss dann auch nach unten, beziehungsweise halt, wenn sie hier ist, in diese Form ragen, dass man da im Prinzip sauber dran läuft. Ne? Also wichtig beim Kettenlink die Laufrichtung beachten. Beim Pin ist es wichtig, dass man dann nach Herstellerangaben auch vorgeht. Weil eine 10-Fach-Kette wird zum Beispiel komplett versenkt, ne, und wird dann hinten gebrochen. Eine 9-Fach-Kette oder 8-Fach, die standen immer noch an beiden Seiten so ein bisschen raus. Ne. Camper zum Beispiel verlangt auch noch ein Pressen hinten und, und. Also da gibt es auch Angaben, an die man sich halten muss. Und dann auch ganz wichtig, testen, dass das ganze Ding feste ist. Fällt euch da was auf? Es ist nicht das neueste Modell der Manitou und auch nicht eine Doppel- bzw. eine Rechtsscheibenbremse. Nein, uns fällt häufig auch auf, gerade bei den hochwertigeren selbst zusammengebauten Rädern, dass die Dinger so eintreffen und ja, es fährt so unrund, es ist schlackrig, es bremst nicht richtig und, und. Also es sind diverse Fehler, die aufgrund dieser neuen Technologie, die gar nicht so neu ist, ne, auftritt. Wichtig, Gabeln, es gibt schon die Möglichkeit, dass das Casting hinten den Schutz hat. Wie gesagt, Manitou verbaut das so, aber
Diese Gabel gehört definitiv nicht so rum rein. Sprich, achtet darauf, dass die Gabel die richtige Einbaurichtung hat und das ist so. Ihr merkt, das Ding hat auf einmal einen Drahtstand, das Offset geht nicht nach hinten, sondern nach vorne. Also da gibt es eigentlich keine Diskussion. Eine Gabel muss richtig rum rein. Ne? Da hat man auch schon diverse Schäden irgendwie am Unterrohr gesehen, ne? Weil das Ding federt ja auch ein und dann klatscht es da dagegen und. Passt drauf auf. Viele werden lachen und sagen, kommt ja nicht vor, aber das ist tatsächlich Praxis. Ne? Also Obacht geben. Auch ein Thema, vielleicht kennt es der eine oder andere, ihr fährt bergab oder ihr fahrt irgendwie auf der Straße und das Ding ist bockenhart, nichts bewegt sich, es fühlt sich an, als müsste man ständig gegen eine andere Kraft arbeiten, keine Leichtigkeit, es fährt einfach nur beschissen. Ne? Das ist ein kleines Ding mit großer Wirkung, ein zu fest angezogenes Lenkkopflager. Man sieht auch hier, da tut sich nichts mehr, ne? Das Ding kann man mit Kraft dagegen arbeiten. Es geht nicht zurück in eine Ausgangsposition. Meist ist das das Steuerlager. Wenn ihr das jetzt im Prinzip haben wir hier schon vorbereitet und ein bisschen manipuliert. Das ist eine kleine Schraube. Ihr löst den Vorbau, setzt oben das Maß an und siehe da, kleines Schrauben mit großer Wirkung, dann habt ihr es richtig. Sprich, es muss so fest sein wie nötig, aber so leicht wie möglich. Das Ding sollte sich leicht von selbst in die Ursprungsposition eben nach unten neigen. Und dann merkt ihr, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also prüft euer Steuerlager. Auch zu lose ist nicht gut, ne? Weil dadurch schlagt ihr euch im Prinzip unten die Lagerschalen oder gar den Rahmen aus. Aber zu fest ist auch nicht gut, weil Fahrerlebnis kaputt und das Zeug, das arbeitet sich auch auf. Also geht gleich mal in den Keller. Guckt, ob euer Lenkkopflager gut eingestellt ist. Das ist auch eins der Top 5 auf jeden Fall, der häufigst von uns gesehenen Fehler. Tobi, was machst du da? In vielen Werkstätten zu Hause, Hammer, Zange, aber am Fahrrad in den seltensten Fällen gebraucht. Es gibt für viele, viele Sachen im Fahrradbereich Spezialwerkzeuge. Manche Sachen sind sicher mit etwas Improvisation lösbar. Doch wenn ihr euch nicht sicher seid, schaut lieber nach dem passenden Spezialwerkzeug. Hier wäre es jetzt das Schaltaugenlichtwerkzeug zum Beispiel gewesen. Das hätte mir den Hammerschlag vermeiden können. Das Problem ist auch mit dem Hammer, da bist du da nicht so genau. Also das mag vielleicht bei Omas Rad von vor 30, 40, 50 Jahren noch geklappt haben. Heutzutage wird es eng und kann euch richtig Schaden anrichten. Also nehmt das passende Werkzeug für den richtigen Zweck. Man schraubt und dreht und dann kennt man ja noch den Spruch nach fest kommt ab. Es bewahrheitet sich des Öfteren. Nicht nur, dass ihr euren Vorbau in dem Moment zerstört habt, mehr oder minder, weil das Ausbohren wäre da wahnsinnig schwer, auch ist es ein Sicherheitsrisiko. Drum auch die Brille. Achtet darauf, das ist der Zeitpunkt für einen Drehmoment. Wir haben hier in der Werkstatt für alle Kleinigkeiten das geschickte Teil hier. Da kann man nämlich das Drehmoment einstellen in verschiedenen Stufen. Setzt es im Prinzip an. Es kann nichts passieren. Und ihr habt definitiv das richtige Drehmoment eingestellt. Wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. An den Bauteilen steht meist schon ein Drehmoment dran, was zu beachten ist. Hier im hinteren Fall haben wir jetzt 4,5 bis 5,6 Newtonmeter. Also sollten wir uns da am unteren Teil anfinden und auch immer gucken, ob die Bauteile danach fest sind. Was uns auch zum nächsten Punkt bringt. Und zwar Schmiermittel an den verschiedenen Stellen. Ne? Man hat einmal ein, wie sie alle heißen, ne? Carbon und Alloy Grip Tape, Anti-Size Compound, High Performance Grease und so weiter. Also man hat fette Schmierpasten und dieses ganze Zeug. Beim
Carbon-Geschichten ist es ja wichtig, dass man das Drehmoment besonders nochmal einhält. Also wir halten es bei allem ein und auch ihr solltet es bei allem einhalten. Aber Carbon ist halt einfach nochmal kaputt und teuer, wenn es kaputt ist. Drum achtet darauf, dass ihr euch im unteren Bereich des Drehmoments befindet und auch eine Carbon-Paste hernimmt, nämlich für diese Verbindungsstellen. Ganz wichtig ist beim Drehmoment, da sind ja die Schrauben, die er reindreht, da hat jeder Hersteller seine Vorgaben und nach dem wird das Drehmoment bemessen. Das heißt, wenn ihr jetzt seht, ach ja, da ist die Schraube drin, ne? Da gehe ich mal mit ein bisschen Fett drauf, dass die wieder leicht reinflutscht, vergiss es. Also es ist falsch, dadurch wird das Drehmoment ja im Prinzip, also die Vorspannung der Schraube im Prinzip erhöht. Heißt, wenn das Ding gefettet ist, geht es ja viel leichter ins Gewinde rein. Das heißt, ihr dreht es bei gleichem Drehmoment fest dazu. Heißt, es kann auch reißen. Deswegen ist der Schmierfall der Schraube auch ganz relevant. Aber das hatten wir schon mal früher in einem anderen Video, meine ich, gezeigt. Sprich, schmiert hier, wenn es ein Carbonlenker ist, oder es geht auch mit Alu. Ne? Es geht darum, dass im Prinzip die Reibfähigkeit dieser zwei Teile zueinander zu erhöhen. Ne? Also Paste da drauf zu, die Schrauben nicht berühren, die Schrauben auch nicht tauschen. Und dann im Prinzip mit Drehmoment hingegangen, richtig eingestellt, hier mal 4, auch 4, pam, geknackt, dann ist das Ding zu und es läuft. Wichtig, danach immer eine Funktionsprüfung, gerade auch beim Sattel, ob das Ding dann fest ist, dass der Lenker fest ist und dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Und lieber zu weit unten anfangen, als zu weit oben. Was auch häufig auffällt an den Laufrädern, ist eine zu geringe Speichenspannung. Dabei ist es gerade wichtig, die richtige Spannung an der Speiche zu haben. Gibt es Unterschiede, aber das ist mitunter ein Grund, warum hier im Prinzip die Speichenköpfe wegbrechen oder überhaupt eine Speiche zu Bruch geht. Das Fahrverhalten schwammig wird und. Also sicherheitsrelevant und Fahrvergnügen. Dann sollte eine Speiche so nicht aussehen. Das ist jetzt geschätzt. Es gibt ein spezielles Tensiometer. Das ist für den Einstieg ganz gut. Damit misst man im Prinzip die Speichenspannung und sieht jetzt, oh, da ist ein Wert von 14 abgegeben. Ne? 14. Oh, 23. Das ist jetzt nicht so toll. Sprich, diese eine Speiche war viel zu locker. Wie locker sieht man dann hier. Man muss also gucken, wie viel Vorspannung sollte diese Speiche haben? Das muss man rausfinden, das kommt auf den Hersteller drauf an. Misst es und vergleicht es dann mit dieser Tabelle. Jetzt sieht man hier Steel Round 2,0 hier. Heißt, wir hätten jetzt hier mit 15, da sind wir nicht mal in der Skala, also viel zu locker. Wir müssten auf einen Wert von ungefähr 21, 22 kommen, um da richtig zu sein. Das heißt, ich hole mir jetzt einen Nippelspanner, zentriere das ringsrum. Ne, wichtig ist, dass jede Spannung der Speiche möglichst gleich ist, also nicht hier steinhart und hier bockweich, sondern wirklich ringsherum identische oder möglichst gleiche Speichenspannung, dass die Kraft gut aufgenommen wird und nicht nur einzeln irgendwie die Spannung erhöhen. Und last but not least, das passende Pflegemittel zum Produkt. Wir haben oft Räder, die werden bei uns in den Laden geschoben und es schwebt so ein zarter Vanilleduft hinterher. Da weißt du schon, da wurde mit Sachen gearbeitet, die nicht unbedingt hingehören. Also an der Kette hat irgendwie ein bestimmter Wirkstoff nichts zu suchen. Drum nehmt das Passende. Wir haben hier das ganze Zeug von Tune-Up, das heißt Antriebsreiniger, Kettenpflege, irgendwie Rahmenzeug. Wir legen es gerne unten mal in die Beschreibung mit rein, könnt euch umschauen. Aber passt auf, was ihr verwendet. Ne? Gerade mit dem besagten Mittel, wenn ihr damit eine Kette schmiert, dann ist es am Anfang wieder ruhig und es rostet auch nicht so. Aber im zweiten Moment trocknet es aus und die Kette verschleißt noch viel schneller. Also nehmt passendes Pflegemittel für das passende Teil. Das sind die 10 Tipps. Wenn ihr noch Fragen habt, schmeißt es mit rein. Oder vielleicht habt ihr auch noch ein paar Sachen, wo ihr sagt, ach, das ist doch auch ein absolutes No-Go am Fahrrad. Packt es in die Kommentare. Wir wollen, dass ihr sicher auf der Straße unterwegs seid und dass wir alle davon lernen. Also
Schreibt es bitte in die Kommentare, schreibt noch Wünsche auf, falls ich irgendwas vergessen habe oder falls du sagst, ja, völliger Bullshit, das passt ja super rein. Packt es mit in die Kommentare, wir freuen uns drüber. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann.